Ja, heute wollen wir uns den Verschwörungstheoretikern aus der linksextremisten Sekte widmen. Ja, denn auch dort geschieht das Verfassungsfeindliche. Also wir haben ja nicht nur das verschwörungstheoretisch rechtsradikale Verfassungsfeindliche sozusagen, sondern wir haben natürlich auch das verschwörungstheoretisch linksradikale Verfassungsfeindliche, was vom Verfassungsschutz besser beachtet werden sollte, ne? Also der Spiegel hat ja geschrieben, ja, von also Verschwörungsgläubige, Rechtsradikale und andere Durchgeknallte. Ja, er vergisst nur dabei, was ist mit den Durchgeknallten des Linksradikalismus, ja, und deren Verschwörungstheorien. Ja, das ist eben, das sieht er nicht. Ne? Ja, Christoph Hörstel mit seiner Partei Die Neuen Mitte, also wenn man dessen Sendung schaut, ich habe eine der neueren Sendungen analysiert, kurz, aber da kann ich nur sagen, das kann ich so zusammenfassen, er beleidigt uns die politische Kaste wild drauf los, also er beleidigt wild drauf los, also er begeht eine massenweise Straftaten, das geht so wieder Richtung Verleumdung oder falsche Verdächtigung oder so, ja, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Man darf eine Strafanzeige gegen Frau Merkel stellen. Das darf Christoph Hörstel und dürfen die anderen Verschwörungstheoretiker, egal von links oder von rechts und so weiter, alle dürfen gerne Strafanzeigen gegen jemanden stellen. Das gehört zu einer freiheitlichen Demokratie, zu einer Ordnung dazu. Ja? Aber man darf sie eben nicht einfach als Verbrecherin verleumden, zum Beispiel Frau Merkel. Ja? Also man darf das nicht. Das ist eine Straftat. Und da muss ich dem Verfassungsschutz vorwerfen, dass er insgesamt viel zu wenig durchgreift. Also wenn Verschwörungstheoretiker von rechts oder von links oder egal, von Neue Mitte oder von sonst wo, wenn sie kriminelle Aussagen tätigen, wenn die andere Menschen beleidigen, Politiker beleidigen oder Reiche beleidigen oder wen auch immer beleidigen. Das sollte man in Zukunft nicht mehr durchgehen lassen. Der Verfassungsschutz muss da sofort Strafanzeige stellen, ja, gegen solche Täter, denn das ist ja das, ja. Da wird so lange gewühlt, bis beim linksradikalen, verschwörungstheoretischen Sektierern wird so lange gewühlt, bis am Ende wieder eine RAF kommt. Also man quasi so lange die Menschen andere Menschen zu Untermenschen erklärt hat, dass man sie bereit ist abzuschlachten. Ja? Und genauso bei den Rechtsradikalen, ja, Verschwörungstheoretikern, da wird so lange gehetzt gegen Menschen, bis man wieder sozusagen es dann als plötzlich normal empfindet, diese Menschen zu versuchen abzuschlachten. Also lieber Verfassungsschutz, Sie machen Ihre Arbeit nicht richtig. Sie müssen gegen jede Form der Beleidigung, der falschen Verdächtigung, der Verleumdung und des Rufmordes anderer Menschen sofort mit Strafanzeigen reagieren. Und wenn dann ganz viele Kanäle zum Beispiel im Internetfernsehen gesperrt werden muss, weil sie ständig und wiederholt und unverbesserlich eine verbale Straftat nach dem anderen begehen, dann müssen die halt gesperrt werden. Ja, wir dürfen doch Volksverhetzung nicht zulassen, denn das ist, was die linksradikalen Verschwörungstheoretiker und die rechtsradikalen und die mittigen Verschwörungstheoretiker, also alle diese Sekten machen, ist Volksverhetzung. Ja? Und da gibt es ja ganz klare strafrechtliche Paragraphen dazu. Ja? Ja, dann kommen wir dazu,
Also, die liebe Verschwörungstheoretiker Fridays for Future. Ja, also ihr Fridays for Future. Also, liebe Fridays for Future, erstmal muss ja gesagt sein, ich habe ja erlebt, dass auf den Demonstrationen, ich habe ja persönlich ungefähr 100 Teilnehmer der Fridays for Future Demonstrationen oder Streiks interviewt. Ich habe ja mit denen getalkt, ja? Schluck Wasser. Und diese 100 waren praktisch zu 99% total verständig, gar nicht verschwörungstheoretisch orientiert, sondern waren begeistert davon, dass die Next Scientist for Future.de, wie die ihnen den Kohlestopp 2026 geben wollen und wie die ihnen den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima geben wollen. Da habe ich vielleicht 1, 2, 3 Linksradikale, da habe ich 1, 2, 3 linksradikale Verschwörungstheoretiker dabei gehabt, die eben einfach sozusagen ihr Feindbild behalten wollten und Menschen zu Untermenschen erklären wollten, zu bösen Menschen und so weiter. Aber das war die Ausnahme. Also das heißt, die meisten Talks waren sehr positiv, was man ja auch überall im Internet nachschauen kann. Die waren sehr, sehr positiv. Manche waren regelrecht begeistert von dem Angebot der Next Scientists for Future.de. Aber bei den Orga-Teams ist leider was anderes. Da ist irgendwas schiefgelaufen, liebe Fridays for Future. Da habt ihr irgendwie nicht aufgepasst. Da habt ihr irgendwas, da haben euch die linksradikalen sektiererischen Verschwörungstheoretiker total unterwandert. Ja, und jetzt neigen eure Orga-Teams dazu, immer nur so wie so mit dem Wischfeudel rumzulaufen und zu gucken, was sie noch an linksradikalen, verschwörungstheoretischen Extremisten so aufsammeln können, an Verfassungsfeinden, ja, und Wühlern sozusagen, Wühlern Richtung RAF. Und da haben sie jetzt diesen Ole Nymon, glaube ich, und Wolfgang M. Schmidt wieder aufgefeudelt, ja, nämlich ich glaube, der Wolfgang Schmidt war das, der so Brecht zitiert hat, also auch wieder so einen linksradikalen Hetzer zitiert hat. Ja, du bist ja, also das ist aus so dieser Geschichte, aus einer Geschichte von Bertolt Brecht. Ja, du bist ja fast ein Mensch, wenn du besoffen, aber, ja, und so weiter, ja. Also fast ein Mensch, das heißt, Bertolt Brecht und Schmidt, glaub ich, war es, der zitiert den ja quasi, weil er das eben selbst glaubt, ja, dass die für die linksradikalen, sektiererischen Verschwörungstheoretiker von links ist eben der Reiche, der Unternehmer nur fast ein Mensch, also ein Untermensch, also kein Mensch, eine Heuschrecke, also irgendein Tier, irgendein etwas, was man dann irgendwann, wo dann die Tötungshemmung wegfällt, irgendwann sozusagen, wo man dann endlich zuschlagen darf sozusagen. Und da wird also so in ganz freundlichen Worten, wühlen sich einmal die Orga-Teams von Fridays for Future selbst immer mehr in das Verschwörungstheoretische rein, in das Feindbild, der reiche Mensch, ja, also bei den Rechtsradikalen haben wir ja so eher das Feindbild der reiche jüdische Mensch als Feindbild gehabt, bei Hitler und so weiter. Und dann hat man die lange so lange zu Untermenschen und Nichtmenschen erklärt, Fastmenschen oder so erklärt, bis man die dann endlich umbringen konnte und bis alle Massen bereit waren, mitzutun bei der Ermordung der Juden. Ja, Schluck Wasser. Und jetzt ist es bei der linksradikalen, bei den linksradikalen sektiererischen Verschwörern und Verfassungsfeinden, da wird gewühlt, lieber Verfassungsschutz, bitte da aufpassen, ja, wird gewühlt Richtung
man muss den jungen Leuten auch mal sagen, dass sie auf dem kriminellen Wege, Abwegen da sind. Sonst sind die schneller bei der RAF, als man gucken kann. Ja? Wir müssen aus der RAF-Geschichte lernen, während den Anfängen. Sie müssen den jungen Leuten sagen, dass sie da, was sie da besprechen, dass das menschenverachtende und menschenhassende Untermenschenerklärung ist. Also, dass sie das Gleiche machen wie beim Hitlerismus. Reiche Menschen werden zu Fastmenschen erklärt, zu Untermenschen, ja? zu nicht mehr Menschen. Und dieses Feindbild, das Ganze, bitte, liebe Fridays for Future, sorgt dafür Ordnung in eurem eigenen Laden. Sonst werdet ihr am Ende in die Geschichte eingehen, auch als wieder nur eine verfassungsfeindliche, kriminelle Linkssekte, linksverschwörungstheoretische, linksextremistische Sekte sozusagen. Ja, denn das ist ja das Wesen des Verschwörungstheoretischen, dass es immer irgendwo böse Untermenschen gibt. Also wenn Christoph Hörstel sozusagen Gesetze übertritt, dann beleidigt ja letztendlich immer irgendwelche Machthaber. Und es geht immer in die Richtung, diese als Unmenschen, also irgendwelche bösen Kräfte, bösen Mächte sind ja so üblich und so weiter. Und und GMX zum Beispiel sagt über Attila Hildmann, ja, das handelt sich um einen Verschwörungswahn, ja. Verschwörungswahn, also GMX, aber in gewisser Weise haben sie nicht Unrecht, weil eben diese ganzen Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsmythologen, Verschwörungswahnsinnigen, ja, Schluck Wasser, weil die immer daran wühlen und Propaganda machen im Sinne einer Volksverhetzung, ja. Was Hitler damals gemacht hat, das war Volksverhetzung. Ja? Das war zu sagen, ja, diese reichen Juden besonders, diese Reichen sind Untermenschen, das sind gar keine Menschen, ja? Das sind irgendwie böse. Das sind böse, entweder sind es böse Menschen und in diesem Sinne Untermenschen oder was waren das, glaube ich, damals hieß es, glaube ich, Volksschädlinge und so weiter. Ne? Ja, und die Linksradikalen und Rechtsradikalen, verschwörungstheoretischen Sekten, ja, sind beide eben insofern ganz dicht an der Volksverhetzung. Ja? Und darum geht es eben. Und deswegen, lieber Verfassungsschutz, beobachten Sie Fridays for Future und beobachten Sie alle Arten von Menschenfeindlichkeit, wo die Würde der Menschen angegriffen wird, wo sie beleidigt werden, wo sie als Kriminelle bezeichnet werden, wo Politiker als Verbrecher bezeichnet werden, anstatt sie eine Strafanzeige zu stellen, einfach beleidigt werden, öffentlich diffamiert werden, Rufmord betrieben wird. Gehen Sie dagegen vor, damit die nicht weiter abrutschen in die Richtung RAF, ja? Ja, wir hatten das Abrutschen in den Hitlerismus, das hat uns 65 Millionen Tote gekostet. Wir hatten danach das Abrutschen in die RAF, das hat uns vielleicht 65 Tote gekostet, aber es war schlimm genug. Das ist nicht ganz ungefährlich. Natürlich sind 65 Millionen natürlich viel schlimmer als 65 Tote, aber 65 Tote sind, finde ich, schon schlimm genug. Und lieber Verfassungsschutz, werden Sie aktiv, erstellen Sie Strafanzeigen, wenn da sozusagen junge Leute und Schüler quasi auch noch mit hinein verwoben werden in so ein Denken von wegen fast ein Mensch, ne? So unterhalb und in dieser Version so immer mehr die Türen geöffnet werden. Ja, die Reichen sind Untermenschen, ne?
Ja, und deswegen, das ist ja, was eben bei den Next Scientists for Futures.de so ganz anders ist. Die sagen hier, wir müssen im Rahmen unserer Verfassung bleiben. Wir lieben die Milliardärskönige und es gibt auch keinerlei Grund, die Milliardärskönige irgendwie zu entmenschlichen und zu Fastmenschen zu erklären und irgendwie zu beleidigen und zu beschimpfen, weil sie sind einfach nur Menschen, die im Rahmen des Systems, das wir alle zu verantworten haben, nämlich der Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, die wir alle zu verantworten haben, alle tragen wir die Verantwortung oder die Schuld an einem System, das Spaltungen erzeugt hat und das sozusagen ja, unterschiedliche, ja, zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich hat auseinandergehen lassen. Daran tragen wir alle die Schuld und Verantwortung und niemand sonst, ja? Und dieses ständige Versuch, sozusagen andere Menschen zu untermenschen und dieser verschwörungstheoretische Versuch, andere Menschen immer zu den bösen Kräften, den bösen Verschwörern und den bösen Untermenschen zu erklären, ja, das muss aufhören. Diese Feindbildproduziererei, die endet am Ende immer im Totschlag. Siehe RAF und siehe Hitlerismus, ja, immer werden Menschen ermordet und abgeschlachtet, ne? Ja, und da müssen wir gegen vorgehen. Ja, Dr. Eckart von Hirschhausen, auch von den Scientists for Future, also nicht zu verwechseln, bitteschön, mit nextscientistsforfuture.de, das ist eine ganz andere Welt, ja. Scientists for Future, ja, der zeigt eben, da ist wieder was ganz anderes. Da geht es wieder darum, sozusagen die jungen Leute wieder von der anderen Seite. Also der, wie heißt er, der Wolfgang M. Schmidt sagt ja, oder der Ole Nymon, ich kann es jetzt nicht genau auseinanderhalten, der sagt ja in dem Fridays for Future Talk, sozusagen durchaus was Richtiges, dass also einen die Marktwirtschaftler, die Reichen sozusagen, die Unternehmer, die Manager als Managementstrategie versuchen natürlich in ein Gespräch zu verwickeln, in einen Dialogismus oder wie irgendeine Dialogie ging oder wie auch immer das dann da genannt wurde. Und dadurch zu versuchen, natürlich die Leute einzuverweben und zu fangen und so weiter. Da sozusagen, letztendlich, ich mache das gleich. Ich habe nämlich zwischendurch noch einen Punkt vergessen. Ich steige da gleich wieder ein, nur damit ich das erledigt habe. Es gibt noch zwei Nachrichten, die ich davor noch kurz reintun muss. Es gibt noch drei Nachrichten, die ich nachholen muss, bevor ich in die wissenschaftliche Begründung reingehe. Erstens, Wolfgang Kubicki sagt, wer Angst hat, sollte zu Hause bleiben. Das wäre schon ein wichtiger Tipp, ja. Also wer vor Corona Angst hat, sollte zu Hause bleiben. Das wäre schon eine der zentralsten Maßnahmen, die man machen sollte. Natürlich muss man natürlich die Frage stellen, und das ist ja der Grund, warum Frau Merkel wahrscheinlich die Maßnahmen verpflichtend gemacht hat, weil was ist mit den vielen Menschen, die eben nicht so richtig Verantwortung für sich übernehmen können, weil sie intellektuell die ganzen Zusammenhänge nichts durchschauen. Und auch, ja, auch wenn wir jetzt eine Pest hätten, ich weiß nicht, ob es wirklich so eine gute Idee wäre, das allein der Eigenverantwortung und der eigenen Freiheit zu überlassen, nach dem Motto, wer Angst hat, soll zu Hause bleiben. Aber das Sinnvolle ist natürlich daran, dass damit Herr Kubicki nochmal darauf hinweist, dass er auch selbst nicht an die Killer-Virus-Theorie glaubt, ne? Denn da widersprechen ja einfach zu viele Daten. Das habe ich ja jetzt schon tausendmal gesagt, ne? Ja, und dann
wurde gemeldet, dass es das Übergewicht als Risikofaktor unheimlich stark auch die Corona-Anfälligkeit erhöhen würde. Also Leute, abnehmen, 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 gibt es ja auch bei uns viele Sendungen dazu, ne? So, Risikofaktor Übergewicht haben wir abgehakt. Dann gibt es noch eine Meldung. Anteil, ein Vorschlag war in einer Sendung, Anteil am Gewinn statt Lohn. Ich glaube, der soll, ich weiß nicht, ob der von Rudolf Steiner, dem Anthroposophie-Begründer, gekommen sein soll. Ich gehe gleich mal drauf ein. Schluck Wasser. Da sehe ich also schon sofort ein paar Probleme. Anteil am Gewinn. Ja, was ist, wenn in den ersten 3 Jahren des Unternehmens der Unternehmer sein eigenes Geld in die Sache reinsteckt und überhaupt kein Gewinn erzielt wird, sind dann die Leute auch bereit, drei Jahre lang null Gewinn zu bekommen? Da scheitert es doch schon. Ja? Das heißt, da würde er ja gar keine Mitarbeiter gewinnen, wenn er denen nicht auf sein Risiko einen Lohn zahlt, würde er die gar nicht kriegen. Also scheitert sein Konzept schon. Also das ist so eine Rosinenpickerei. So. Anteil am Gewinn, ja, wenn der Gewinn hoch ist. Ja? Aber in der Zeit, wo es keinen Gewinn gibt, sondern die Firma Verlust macht, dann natürlich sollen die Leute Lohn bekommen. Sowas geht nicht. Also entweder Anteil auch an den Verlusten, ja, und an den ersten 3 Jahren, in denen nur Verlust gemacht wird, gibt es dann eben, muss man, um dann mitzuarbeiten bei der Firma, eben mit einzahlen und da gibt es überhaupt keinen Lohn. Also funktioniert nicht. Also das sind so Träumerei-Ideen. Ja, also es klingt am Anfang so schön, Anteil am Gewinn statt Lohn. Ja, und dann auch, wenn wir uns jetzt vorstellen, die Firma macht ganz viel Gewinn, dann würde jetzt ja dann im Prinzip der Unternehmer große Anteile sozusagen würden an die Mitarbeiter gehen, ne? Und dieser Anteil am Gewinn müsste ja auch irgendwie ständig steigen, jeden Monat oder so. Ja? Und da würde dann der Unternehmer wahrscheinlich sagen, nee, da gehe ich lieber in ein anderes Land, wo ich eben Lohn bezahlen kann statt Anteil am Gewinn. Denn sonst wird mir das einfach zu viel, was mir von meinem Gewinn weggenommen wird. Ich kann da nicht neu investieren, ich kann wieder keine neuen Investitionsphasen durchstehen, weil ich dann nicht genügend Geld zur Verfügung habe. Außerdem will ich doch mir das eine oder andere Spielzeug schon noch gönnen, selber auch so. Und deswegen gehe ich dann ins Ausland und verkaufe hier meine Firma und gehe ins Ausland und mache sie dort neu auf und schaffe dort die Arbeitsplätze, die dann hier verloren gegangen sind. Ja, ich nehme mein Know-how mit, mein überlegenes Können mit und dann ist das erledigt. Ja, und dann gehe ich wieder zurück zum Thema Eckart von Hirschhausen. Ja, also der... Ich war dabei, dass entweder Ole Nymon oder Wolfgang M. Schmidt irgendwie so richtig gesagt hat, ja, ihr werdet eingesponnen, man versucht euch, Joe Keser von Siemens, da wurde ja sogar das Angebot gemacht an Luisa Neubauer, dass sie einen Job bei Siemens bekommen könnte in der Zukunftsabteilung und so weiter. Ja, dass es darum geht, die Leute taktisch zu verwickeln, aber am nächsten Tag muss man halt dann doch eben hingehen und dann wieder eine Entscheidung treffen, die wieder CO2 massenhaft ausstößt, weil es eben die marktwirtschaftlichen Zwänge sind, ja. Und Dr. Hirschhausen und die Scientists for Future, die haben eben die jungen Leute auch eingesponnen in eine wiederum, das ist jetzt wieder die andere Seite, die haben die jungen Leute nicht eingesponnen in die linksradikale, verschwörungstheoretische Sekte, ja, also diese gemeingefährliche, verfassungsfeindliche Linksradikalität, sondern haben auf der anderen Seite sie an der Kritik an der Marktwirtschaft gehindert. Denn Kritik an der Marktwirtschaft und am Kapitalismus und ein Beendigungskonzept von Marktwirtschaft und Kapitalismus hat nichts mit verfassungsfeindlicher, linksradikaler, verschwörungstheoretischer Sekte zu tun.
gar nichts. Ja? Denn da wird gemeinsam, dann zusammen mit den Milliardärskönigen gemeinsam verhandelt über eine bessere Zukunft für alle Beteiligten. Das ist nichts Schlimmes. Aber auch das, also dieses Verhandeln über Marktwirtschaft und Kapitalismus, verhindern die Scientists for Future, oder versuchen sie zu verhindern. Und so driftet jetzt Fridays for Future sozusagen, wenn sie Kontakt mit den Scientists for Future haben, sind sie eher wieder tendenziell wieder, ja, so, ja, wir versuchen es mit Marktwirtschaft und mit Kapitalismus. Dafür führt man sie hin in die eine Richtung, so sozusagen dialogmäßig. Und der anderen Sache ist, die Wirtschaft selbst versucht sie auch dahin zu, in den Dialog zu verführen, versucht es doch weiterhin mit Marktwirtschaft und uns und so weiter. Und die anderen versuchen sie in Richtung der RAF zu verführen, also die in Richtung stärker, in Richtung linksradikale, verfassungsfeindliche, kriminelle, extremistische, verschwörungstheoretische Sekte. Ja, das sind die unterschiedlichen Kräfte, die, liebe Fridays for Future, die gerade an euch ziehen, ja. Und die einzigen, die euch in die Wahrheit bringen können, sind die Next Scientists for Future.de, ja. Da müsst ihr aber eben damit lernen können, dass dann auch manche Träumereien nicht gehen. Es geht nicht, dass man mit einem großen Feudel alle Träumereien, die je geträumt wurden von der Menschheit, sozusagen aufgefeudelt werden und dann gesagt werden, das setzen wir jetzt alles um. Manche Sachen kann man nicht umsetzen, weil sie die europäische Wirtschaft total ruinieren würden. Und wenn ihr tatsächlich diesen Totalruin macht, dann macht doch einfach mal Folgendes. Wenn ihr so sehr zum Beispiel jetzt als erstes an die dritte Welt denkt und nicht an Deutschland und nicht an Europa denkt, dann nehmt doch mal euer ganzes Geld, alles, was ihr so geschenkt bekommt oder was ihr als Schüler so habt und so weiter und als junge Leute habt, als Studenten habt, nehmt alles Geld und schickt davon 80% immer nach Afrika. Und nehmt bei euch irgendwelche Flüchtlinge, die aus Afrika kommen oder aus der dritten Welt kommen, nehmt die bei euch zu Hause in eurem Zimmer mit auf. Denn das ist das, was ihr bewirken würdet, wenn ihr sagt, wir wollen jetzt die dritte Welt als erstes retten. Wir wollen nicht Europa first, nicht Germany first, sondern wir wollen dritte Welt first. Dann macht das, probiert das mal an, wie sich das anfühlt. Wenn ihr gar nichts mehr habt, kein Geld mehr habt, überhaupt nichts mehr konsumieren könnt. Wenn ihr euer Zimmer teilen müsst mit einer Person aus der dritten Welt und so weiter. Ja, und wenn ihr mal so Realität erlebt, was es heißt, wenn uns egal ist, dass Europa kaputt geht, weil wir die dritte Welt fördern wollen und verbessern wollen. Das sind einfach die falschen Reihenfolgen. Wir müssen erstmal Europa sanieren, Europa vom Kapitalismus befreien, Europa von der Marktwirtschaft befreien und dann uns um die dritte Welt kümmern. Ne? Und natürlich dann so schnell wie möglich auch um die Luftemissionen kümmern, ja, die ganze giftige und CO2-haltige Luft kümmern. Ne? Denn die muss ja irgendwie gereinigt werden und wieder repariert werden. Schluck Wasser. So, und jetzt muss ich ja wissenschaftlich begründen, was ist denn der Denkfehler von Eckart von Hirschhausen? Ja, das ist der gleiche Denkfehler wie der von Dr. Markus Krall. So, Dr. Markus Krall und Eckart von Hirschhausen sind beide der Meinung, dass marktwirtschaftliches Gesundheitswesen und marktwirtschaftliche Medizin in irgendeiner Weise positiv seien. Ja, und schauen wir uns an. Ja, der Dr. Eckart von Hirschhausen, ist nicht in der Lage, das zu verstehen, die naturwissenschaftliche Wahrheit zu verstehen.
Hier ein Früharzt. Dieser Früharzt sagt, na, ist toll, dass ihr alle so in euren Kommunen lebt, so viel schmust und so viel Liebe habt, nur naturbelassene Nahrung esst und sozusagen so wenig Medikamente und Heiltränke wie möglich zu euch nehmt. So, und durch diese Naturnahrung und diesen natürlichen Lebensstil und die viele Bewegung, frische Luft, sauberes Wasser und so weiter, habt ihr alle ein gutes Immunsystem und ihr braucht dann von mir keine weiteren Maßnahmen mehr. Ja, das rechnet sich dieser Früharzt berät sein, die Kommunen, die er besucht, einmal richtig, die befolgen das und sie brauchen ihn praktisch nie wieder. Ne? Und unter Bedingungen der freien Marktwirtschaft, des Chefideologen Dr. Markus Krall, muss es automatisch nach dem Naturgesetz von Variation und Selektion oder Mutation und Selektion zwangsläufig zu dem ersten Früharzt der Evolutionsgeschichte kommen, der sich irrt. Und der dann sagt, nein, ihr könnt ruhig diese moderne Nahrung essen, die ist kein Problem, die schwächt nicht euer Immunsystem. Nein, gar nicht, nein, ich bin zutiefst überzeugt. Also der glaubt wirklich, was er sagt, der glaubt seine Unwahrheiten, seine Irrtümer. Und so, nein, was euch fehlt, dann habt ihr genetische Defekte, ihr seid jetzt plötzlich alle genetische Krüppel und daher kommen eure Krankheiten. Ja, wir haben jetzt massenhaft plötzlich Gendefekte. Ja, woher die kommen sollen, aber das ist egal, er glaubt das auf jeden Fall, er glaubt seine Irrtümer. Ja, also auch er ist nicht böse, es gibt eben nicht die bösen Menschen, sondern er irrt sich nur. Und er sagt, ja, ihr braucht einfach nur meine Impfungen, meine Tests, meine Bestrahlung, meine Chemotherapien, meine Operation. Die müsst ihr so viel wie möglich kaufen und dann wird es euch gut gehen. Ne? Und diesen Irrglauben hängt auch Dr. Eckart von Hirschhausen an. Er hat so ein paar grüne Mäntelchen, Teilaspekte von diesem wahrheitsorientierten Früharzt hat er sozusagen so im Gewande drin, so Bewegung und Ernährung und so weiter, so ein paar Ideen in diese Richtung, aber dass das Gesamte, dass sozusagen hier das passiert ist in der Evolution, das versteht er nicht. Da hat er zu wenig wissenschaftliche Ausbildung, ja, dazu. Dass hier, also jetzt dieser Arzt, der sich so irrt, so zentral irrt, ja, dass der jetzt leider paradoxerweise unter den Bedingungen der freien Marktwirtschaft beziehungsweise jeder Form der Marktwirtschaft oder Kapitalismus, wie er es nennt, das ist mir völlig egal, irgendwas mit Markt jedenfalls, passiert zwangsläufig, dass der mehr verdient. Ja, warum verdient nicht der gute, wahrheitsorientierte Früharzt, sondern der sich irrende, im Irrtum befindliche, lauter Fehler machende Arzt, der wird belohnt. Ja, das ist Markt. Ja, Markt belohnt immer den, der die Fehler macht, der sich irrt. Ja? Und dadurch, und der irrt sich auch und sagt, das Immunsystem ist irrelevant, die Mikroben sind halt so stark und so mächtig. Ja? Ihr müsst euch nicht um euer Immunsystem kümmern, sondern die Mikroben sind so mächtig und die Viren sind so mächtig und so allmächtig. Ja? Und der all diese Fehler macht, der wird belohnt in der Marktwirtschaft. Ja? Der verdient so viel, weil er sich ja auch seine Kunden krank hält und als Dauerpatienten festhält in der Krankheit, in der Dauerkrankheit, und dann kann der hier zwei Kinder ernähren, drei Enkelkinder, zwei Urenkel, zwei Ururenkel, und so geht es immer weiter. Und daraus entsteht dann eine Großfamilie der Medizinprofessoren, und dann entsteht ein Professor Drosten, der dann eben sagt, ja, ich glaube meine eigenen Irrtümer, der Virus ist ein Killervirus, der hat die Schlagkraft einer Pest oder einer Tollwut oder eines Ebola und so weiter.
Und weil es das hat, liebe Politiker, solltet ihr sozusagen jetzt einen Shutdown machen, ja? Und so kommt es, und das versteht Eckart von Hirschhausen nicht, ja, und dadurch lenkt er liebe Fridays for Future, er verführt euch in eine Sichtweise, dass man mit dem Markt leben könnte. Das geht nicht, denn hier, die Aussage ist ganz klar, hier, wo ist es, liebe Milliardärskönige, ja, dieser Markt raubt euch ungefähr 95% eurer Lebensfreude und Lebensqualität, die kennt ihr gar nicht. Die ist euch geraubt worden von Geburt an, hat Marktwirtschaft euch 95% eurer Lebensfreude, eurer Lebenslust und eurer Lebensqualität geraubt. Und er hat riesige Prozentsätze eurer Gesundheit geraubt und hat verhindert, dass ihr kerngesund maximal 127 Jahre alt werden könnt. Also die Next Scientists for Future.de wollen euch und den anderen Menschen wieder 20 Mal mehr Lebensqualität schenken, x-fach mehr Gesundheit und wollen euch allen ein Leben von maximal allerhöchstens 127 kerngesunden Lebensjahren schenken und ermöglichen, und das geht nur, indem wir gemeinsam die Marktwirtschaft, den Kapitalismus gemeinsam beenden. Zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme, weil die Wohlfühlstimme, ja, würde die Sachlage genau umkehren. Die wäre der erste Ausstiegsschritt aus dem, einer der ersten Ausstiegsschritte könnte sie sein aus dem Kapitalismus, ja. Durch die Wohlfühlstimme wird der, der sich irrt und lauter Fehler macht, ja, der wird nicht mehr mit Belohnungen überschüttet, sondern er kriegt überhaupt keine Verdienstzuschläge mehr, muss also deswegen neu dazulernen, muss von dem hier, von den Next Scientists for Future.de und anderen wahrheitsorientierten Wissenschaftlern wieder Wahrheiten über Gesundheit und Krankheit lernen, und dann machen die wahrheitsorientierten Ärzte machen Karriere und haben, können zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter ernähren und können die zukünftigen Großfamilien der Medizin, Professoren begründen sozusagen, ja? Und das sind echte Lösungen, und gucken Sie, diese Lösung kommt ganz ohne Untermenschenbeschimpfung aus, ohne Entmenschlichung der Reichen, ohne Beschimpfung, Beleidigung, ohne Straftaten, ohne alles, also ohne jetzt auch nur irgendwie eine verfassungsfeindliche, kriminelle Beleidigungs-, Falschverdächtigungs-, Verleumdungstat zu begehen, können wir das Problem lösen? Ganz ohne all das, ja? Also deswegen all das linksradikale, verfassungsfeindliche, verschwörungstheoretische Sektierertum, können wir das Problem lösen. Und zwar nur ganz ohne das. Und ganz ohne die verfassungsfeindlichen, rechtskriminellen, rechtsradikalen, rechtsverschwörungstheoretischen Sekten können wir das Problem lösen. Also, liebe Leute, hört auf, andere Menschen als Untermenschen, Fastmenschen zu erklären. Hört auf, Richtung RAF zu wühlen. Hört auf, Richtung Hitlerismus zu wühlen. Hört auf, Richtung Reichenhass, Honeckerismus zu wühlen. Also eine Diktatur, eine Diktatur sozusagen, Honeckerismus und Stalinismus und Maoismus zu wühlen, das ist alles sozusagen, sind alles Irrwege. Ja, ihr seht es, ich muss heute fällt es mir schwer, so klar zu formulieren, dass es leider das die Sachlage ist, ja.
Also von daher fasse ich zusammen und verweise darauf, nachher wird es wahrscheinlich noch eine Talksendung werden wir noch eine Talksendung haben, die veröffentlicht wird. Darauf empfehle ich euch dann sehr dringend. Und vielleicht morgen auch wieder eine Talksendung, müssen wir mal schauen. Also meldet euch, wenn ihr selbst andere Ansicht jetzt, ein anderes Weltbild habt, meldet euch zum Talk an, ja. Und dann machen wir eine Talksendung, wo wir das mal nebeneinander stellen, die unterschiedlichen Weltbilder. Ja? Ja, das heißt also, es gibt, ich fasse es zusammen, es gibt nur einen nicht verfassungsfeindlichen, nicht kriminellen, nicht verschwörungstheoretischen, nicht sektenmäßigen Weg und der heißt Next Scientists for Future.de. Alles ein Wort. Tschüssi.